Manches spricht dafür, dass wir gestern die seltsamste Rallye der Geschichte gesehen haben. Wir haben ja diesen massiven Anstieg vor allem der Tech-Werte gesehen. Wir haben dieses Auf und Ab gesehen angesichts der Prognosen über den Wahlausgang. Zunächst ja mal die Erwartung der Märkte. Democratic Sweep, also alles gewonnen durch die Demokraten. Dann kamen die Ergebnisse aus Florida. Booms, Trump plötzlich der wahrscheinlich neue und alte Präsident. Staatsanleihenrenditen kollabierten. Der Dollar wurde plötzlich wieder stärker und dann hat sich das Blatt doch gedreht, sehr, sehr wahrscheinlich. Heute werden wir wahrscheinlich erfahren, wer der neue US-Präsident wird. Zumindest dürfte das offiziell verkündet werden. Donald Trump hat das ja angezweifelt. Dazu jedenfalls gleich mal mehr. Aber schauen wir uns mal die Struktur dieser Rallye an. Und das ist das unglaublich Seltsame, was da gestern passiert ist. Zunächst mal muss man sagen, dass es natürlich nicht seltsam ist, dass jetzt eigentlich saisonal eine Rallye passiert, zumal im Umfeld einer US-Wahl. Hier mal die Muster aus den letzten Wahlen. Dann sehen wir, ja, es geht dann im November ziemlich straight nach oben. Dann startet gewissermaßen schon die Weihnachtsrallye. Die Unsicherheit der Wahl ist raus. Naja, diesmal ist es ein bisschen anders, weil diese Wahl ja von Donald und den Seinen angefochten werden. Aber saisonal ist das jetzt durchaus typisch, nicht ungewöhnlich, was wir sehen, auch wenn das Jahr 2020 durch die ganze Corona-Geschichte saisonal bisher nicht so wirklich gut funktioniert hat. Was wir aber hier sehen ist, wir hatten zum Beispiel in Sachen Value und Growth gestern die stärkste Outperformance von Growth, also Wachstumsaktien, seit der Dotcom-Blase. Es gab es nur einmal oder ein, zwei, dreimal im Umfeld der Dotcom-Blase, dass wir eine stärkere Outperformance an manchen Handelstagen hatten. Von Growth in Relation zu Value liegt natürlich daran, dass plötzlich dann diese Hoffnungen auf den ganz, ganz großen Stimulus, der durch einen demokratischen Sweep erwartet worden war, dass die sich jetzt zerschlagen hat. Jetzt wird ein kleinerer Stimulus kommen mit großer Wahrscheinlichkeit und das trifft dann eben vor allem diese Value-Aktien. Wir sehen das vor allem regionale Banken in Relation in den USA zum S&P 500 ihren schlechtesten jemals erlebten Tag hatten. Also diese regionalen Banken, kleinere Banken in den USA, die haben noch nie so schlecht in Relation zum Leitindex S&P 500 performt. Wie gestern, nicht mal in der Finanzkrise war das so, als die Banken ja auch sozusagen richtig Probleme hatten. Frage, kommt jetzt Deflation? Ist das ein Zeichen für Deflation? Jedenfalls sehen wir noch ein paar andere Extreme. Der S&P 500 war gestern 2%, mehr als 2% gestiegen. Aber wir haben dennoch an der New York Stock Exchange mehr Aktien gesehen, die fallen als gestiegen sind. Das erinnert so ein bisschen an diese Divergenz, die wir sozusagen schon im Rahmen dieser Tech-Euphorie hatten, als der Nasdaq, als die Tech-Werte immer weiter stiegen und mit ihrem schieren Gewicht die Märkte eben nach oben zogen. Eine Amazon, eine Apple, die haben ja sozusagen kaschiert, dass eigentlich die anderen Aktien gar nicht oder die meisten anderen Aktien gar nicht so gut gelaufen sind. Jedenfalls sehen wir, dass auch das Volumen in den Aktien, die gefallen sind, größer war als das Volumen in den Aktien, die gestiegen sind. Das ist nie vorher passiert, wie Sentiment Trader anmerkt. Und wir haben hier also schon relativ seltsame Dinge. Worst Day for Russell 1000 Value versus Growth since 2001, das hatte ich vorhin schon gesagt. Also wir sehen hier, da sind seltsame Dinge passiert. Wir sehen praktisch die Indizes mit einer Rallye, allerdings eben der Russell 2000 weniger. Die Tech-Werte waren es, die hier die Party gemacht haben. Wir sehen, dass wir den besten jemals erreichten Handelstag hatten nach einer Wahl, also direkt am Post-Election Day, der Tag direkt nach der Wahl. Das hat es so noch nie gegeben, in der Form nicht mal 2008, als die Aktienmärkte ja auch husierten nach dem Sieg von Obama. Jetzt haben wir vor allem diese Tech-Werte gesehen, Short Interest, das ist praktisch ein Short Squeeze, den wir hier sehen auf der einen Seite, auf der anderen Seite, ich hatte es gestern schon kurz angedeutet, eben die Erwartung, okay, es werden die Republikaner den Senat behalten, dadurch sind diese Tech-Konzerne weniger anfällig für stärkere Regulierung oder gar für eine Aufspaltung und sie sind eben weniger abhängig von Stimulus, weil sie auch in schlechten Zeiten, sozusagen in ökonomisch schlechten Zeiten und man erwartet diese aufgrund des geringeren Stimulus, sich besser halten werden. Das ist so ein bisschen die Logik hinter dieser Tech-Rallye. Aber
Wir haben praktisch ja gestern gesehen, dass der Equal Weight Index des S&P 500, also der gleichgewichtete Index S&P 500, wenn alle Aktien in diesem Index gleichgewichtet wären, dann hätten wir gestern einen negativen Tag gehabt im S&P 500 und der Nasdaq mit einer massiven Rallye. Das hatten wir zuletzt in der Tech-Bubble mit der ähnlichen Struktur. Also das ist schon ein bisschen merkwürdig, was da passiert. Wenn eine Situation entsteht, dass die einen Aktien fallen, dass die einen Aktien schlecht laufen, und zwar sehr, sehr viele Aktien schlecht laufen, aber nur ganz wenige gut laufen, dann stimmt etwas nicht in der Struktur. Hier sehen wir zum Beispiel die Performance S&P 500 Information Technology und die Financials. Die Financials sind wichtig, also die Finanzwerte. Die sind praktisch das Herz des Kapitalmarktes, könnte man sagen. Wenn die Banken in Schwierigkeiten sind, dann ist das ein Warnsignal, auch wenn diese Rallye natürlich noch weitergehen kann. Wenn diese Herde mal irgendwie ins Trampeln kommt, dann ist das sozusagen schwer aufzuhalten zunächst, aber man sollte mit einer gewissen Skepsis übergeordnet diese Dinge sehen. Wir sehen hier nochmal die Gewichtung des Tech-Sektors über 27%. Deutlich mehr als Materials, Energy, Financials und Industrials zusammen haben. Also diese immense Konzentration, die wir hier sehen. Ich sehe nicht, dass das Geschäftsmodell jetzt von Amazon, Apple und Co. jetzt unbedingt besser wird in nächster Zeit. Aber sei es drum, es wird eben derzeit alles da wieder rein investiert. Kommen wir zu den Wahlen in die USA, meine Damen und Herren. Es sieht jetzt schon sehr, sehr nach einem Sieg von Biden aus. Der hat jetzt 264 Wahlmänner Stimmen sichert, Trump hatte 214 sicher. Es sind jetzt noch vier Staaten, die zur Disposition stehen: Georgia, North Carolina, Pennsylvania und eben Nevada. Auch Arizona ist noch nicht ganz durch, da ist der Abstand wieder ein bisschen kleiner geworden. Arizona sollte Biden besser halten, wenn er gewinnen will, und Nevada ist vielleicht jetzt das entscheidende Zünglein an der Waage. Heute sollen die Ergebnisse aus Nevada kommen. Das wären dann die sechs fehlenden Wahlmännerstimmen, die Biden jetzt noch zu dieser 270er Zahl braucht, die ja reicht, um die Präsidentschaft zu entscheiden. Ist auch ein faszinierender demografischer Staat, Nevada. Das ist nämlich praktisch der Staat, der jetzt schon abbildet, was in 25 Jahren in den USA der Fall sein wird. Schauen wir uns kurz mal an, denn wir sind dabei, oder die USA sind dabei, dass die Weißen im Jahr 2045 in der Minderheit sein werden. Also die Nicht-Latino-Weißen, sagen wir mal. Das ist, Nevada ist einer davon. Es gibt noch vier andere Staaten. Die Hispanics werden im Jahr 2045 ein Viertel der Bevölkerung stellen. 25%. Derzeit sind sie sogar 29% in Nevada. Also wir sehen einen übermäßig starken Anteil an Hispanics. Und wir sehen, dass das Wachstum in den USA, das Bevölkerungswachstum in den USA durch die Immigration kommt. Die Amerikaner selber würden schrumpfen. Und wir sehen, dass auch die Urbanisierung in Nevada besonders groß ist. 89% leben in Städten. Da dürften die USA erst insgesamt, also als Gesamtland, erst im Jahr 2050 sein. Und auch die schwarze Bevölkerung ist dort wichtig, und das zeigt, dass sozusagen jetzt ungefähr 10% der Amerikaner schwarz sind. 2045 werden es 13% sein, also auch der Anteil der Schwarzen wird steigen. Das heißt, Latino und Schwarze werden tendenziell wichtiger in der amerikanischen Gesellschaft. Deswegen ist Nevada praktisch ein Blick in die Zukunft, wie die Amerikaner politisch aufgestellt sein werden in den nächsten Jahren und in Jahrzehnten. Kommen wir nochmal zur Wahl. Es sieht jetzt immer mehr, hatte ich gesagt, nach Biden aus. Jetzt inzwischen auch wird das Rennen in Georgia immer knapper. Auch das Rennen in Pennsylvania wird immer knapper. Würde Biden hier einen dieser beiden gewinnen, dann wäre die Geschichte eh gelaufen. Also die Chancen für Biden steigen, die Optionen steigen. Für Trump müsste es schon sehr, sehr günstig ausgehen. Das liegt einfach hier eben an der Nachzählung der Briefwahlstimmen. Die meisten Demokraten sind Briefwähler. Die Republikaner neigen eher zur Präsenz im Wahlbüro sozusagen. Und hier sehen wir, dass Trump ja diese Wahl anfechtet in verschiedenen Bundesstaaten. Und hier sehen wir, dass da durchaus ja ein Kern ist, ein wahrer Kern ist. Hier zum Beispiel beklagt jemand
Und dass er dreimal Briefwahlunterlagen bekommen hat, hier nach Deutschland, und dass da natürlich einiges schiefläuft, ist klar. Die Frage ist, ist das sozusagen jetzt so extrem, dass es die Wahl delegitimiert? Ich würde sagen, nein, das reicht nicht hin, aber es gibt natürlich diese Probleme, und wir sehen, dass sich das Ganze sehr, sehr lange hinziehen wird, diese juristischen Anfechtungen, die schon der Fall sind. Die Frage, die Grundfrage ist, werden die Republikaner Trump, wenn sie sehen, dass die Niederlage doch immer eindeutiger werden soll, zum Beispiel, weil Georgia oder Pennsylvania doch an die Demokraten fällt, werden sie Trump dann hängen lassen und sagen, komm Junge, jetzt gib mal Ruhe, oder wird man sich hinter ihn stellen? Wird Trump sozusagen die radikalen Anhänger motivieren können, sozusagen für ihn wirklich auch auf die Straße zu gehen und möglicherweise so als eine Art Miliz für ihn zu fungieren? Das ist die große Frage, das große Risiko, das über den Märkten hängt. Je mehr sozusagen sich die Republikaner distanzieren von Trump, umso bullischer wäre es für die Märkte, wenn er denn verlieren sollte. Und wir haben als nächsten Risikofaktor vielleicht noch hier die Corona-Geschichte, heute die höchsten Zahlen aus Deutschland, 19.990 hatten wir noch nie in der Form. Es geht also kontinuierlich weiter nach oben, und auch in den USA heute erstmalig über 100.000 Fälle, 103.000 nach aktuellem Stand. Die Tests sind nicht nach oben gegangen, sind auf hohem Niveau, aber eben die Fälle sind nach oben gegangen. Wir hatten gestern zum Beispiel 1,2 Millionen Tests und Hunderttausende Positive, also praktisch jeder Zwölfte wurde positiv getestet. Wir sehen auch, dass die Hospitalisierungen deutlich zunehmen und jetzt eben auch die Anzahl der Toten leicht zunimmt. Das ist konstatierbar. Was wird das bedeuten, wenn Biden dann Präsident wird? Stehen auch die Amerikaner möglicherweise dann vor neuen Einschränkungsmaßnahmen, wenn diese Zahlen jetzt nicht runtergehen, auch in Europa? Dann ist es schwer vorstellbar, dass wir im Dezember wieder alles aufmachen und alles ist schick und wir machen einfach so weiter. Also das könnte dann im Weiteren eine Verlängerung des Lockdowns bedeuten. Und abschließend, wir haben heute noch Lafette. Wir sehen, dass hier Jerome Powell diesmal es geschafft hat, die Maske richtig aufzusetzen. Das ist ihm das ein oder andere Mal nicht gelungen. Pauls Amtszeit übrigens endet im Februar 2022. Wenn Biden Präsident wird, heißt es, dass Lael Brainard wohl die neue Fed-Chefin dann werden sollte, ihm also nachfolgen würde. Brainard ist noch damals von Obama nominiert worden in die Fed, oder unter Obama in die Fed gebracht worden. Also das würde auch viele Veränderungen bringen innerhalb der Fed. Jetzt, was wird die Fed heute sagen? Wahrscheinlich nicht viel, solange nicht wirklich klar ist, was jetzt politisch der Fall ist. Da wird man sich nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen. Die Fed hat immer wieder gesagt, Stimulus ist notwendig, und man hat den eigentlich in seine Projektionen, in seine Erwartungen auch schon reingenommen. Wenn das jetzt nicht kommt oder viel später kommt, dann dürfte das seine Spuren hinterlassen in den Aussagen der Fed. Wir werden sehen. Momentan eine extreme Rallye, vor allem im Tech-Sektor. Seltsam, weil die innere Struktur so doch sehr, sehr widersprüchlich ist. Wir können sozusagen nicht die einen massiv steigen und die anderen eher stark fallen sehen. Das wird auf Dauer nicht gut gehen. Da muss es einen Ausgleich geben, eine Harmonisierung geben. Wie wird die sozusagen erfolgen? Wird diese Rallye jetzt saisonal einfach so weitergehen, oder werden die fundamentalen Belastungsfaktoren jetzt obsiegen? Wir werden sehen. Ich wünsche jetzt jedenfalls einen guten Start in den Tag und wollte mich nochmal auch für die vielen Kommentare auf das Video gestern bedanken. Auch diejenigen, die Trump-Afficionados sind, haben sich, wie ich finde, sehr fair verhalten. Und die schweigende Mehrheit hat sich geäußert. Das hat mich besonders gefreut. Ich wünsche jetzt das Allerbeste und sage Servus und Ciao.